Also ich finde es schade, dass ich die Modi bei Smash zum Beispiel kaum ausgenutzt habe. Ich meine, es gibt auch diese Meilensteine. Bei Brawl habe ich auch relativ verspätet angefangen, diese Meilensteine alle zu sammeln. Jetzt bei Smash Bros. Für Wii U. Ich habe ein paar gemacht, aber ja, so richtig hat mich die Lust jetzt nicht gepackt. Also ich weiß nicht, irgendwie der Story-Mode, er war schon toll. Ich hätte mir einen gewünscht. Vielleicht hätte ich mich dann noch ein bisschen mehr in das Spiel festgebissen und dann den Online-Modus irgendwann für mich entdeckt, aber ja, ich weiß es nicht. Beziehungsweise die anderen Modi eben. Aber so war es eben, finde ich, ein bisschen schwierig. Aber gut, es ist, ja, ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, aber ja, ich finde, man könnte durchaus auch in die Spiele, die auf Online-Modus ausgelegt sind, noch einen ansprechenderen Singleplayer einbauen. Bei Mario Kart 8 hätte man auch wunderbar irgendwelche Minispiele oder so einbringen können. Oder ich meine, bei MKW hatten sie ja zumindest die Wettbewerbe. Ja, das war noch so eine Sache, die hat man am Anfang auch ganz gerne gespielt, die war einfach mal abwechslungsreich. Und jetzt, du fährst halt dein Rennen... Und fährst dein Rennen. Also ich meine, im Überwiegenden will man das ja auch. Ja, aber so eine kleine Abwechslung, die tut wirklich nicht schlecht. Die hätte ich mir durchaus gewünscht, so ein bisschen. Ich meine, zum Beispiel den Ansatz, den man in Mario Kart DS hatte. Mit den... Wie bezeichnet man das überhaupt? Komme ich jetzt hier noch durch? Ich glaube nicht. Nee. Mit den Minispielen, ich weiß nicht, waren das Minispiele, hießen die so, keine Ahnung. Gab jedenfalls so Bonusmissionen, die man da machen konnte. Sowas hätte ich auch ganz cool gefunden, aber man hat hier halt von Anfang an seinen Standard Battle Mode und seinen Standard Versus Mode und mehr nicht. Ja. Dass man die irgendwann nur noch nutzt, ist ja in Ordnung, weil die Minispiele, die nimmt man einmal und vielleicht zweimal oder maximiert irgendwelche Ränge oder so und danach ist gut. Ist auch vollkommen in Ordnung. Für das lohnt sich's ja schon, finde ich. Ah, das war vielleicht... Na doch, das hat noch gereicht. Okay. Da wollte ich jetzt fast ein bisschen zu schnell durch. So. Und dadurch. Wunderbar. So. Ah, da schwimmen wir nochmal kurz gegen. Und jetzt mit. Und jetzt... Ja, das meine ich. Was soll ich denn da machen dann? Ja, das ist... Also ich weiß nicht, ob es so hundertprozentig darauf ausgelegt ist tatsächlich, dass man gar keine Herzen verlieren soll. Teilweise hatte ich im Spiel auch... Ja... Hatte das Spiel auch für mich den Anschein, dass man Herzen verlieren soll an manchen Passagen. Natürlich geht's auch ohne. Aber... Ist natürlich auch schwer. Aber gut, wir spielen jetzt weiter bis dahin und dann passt das schon. Ja. So viel dann jedenfalls dazu, also... Ich wollte nun mal ein bisschen darauf lenken, dass man, keine Ahnung, so ein bisschen zusätzliche Modi und so. Gut, bei Brawl hat man viel eingebaut, aber da fehlt bei mir, finde ich, so das Standardding. Beziehungsweise einfach einen ausgeprägteren Modus, ja. Ausgeprägteren Singleplayer. Ich meine, diese Minispiele sind schön und gut, aber das ist einfach, ja... Einmal ein Kampf gegen jemand Metallenen, einmal ein Kampf gegen jemand Großen, einmal ein Kampf gegen drei Kleine. Dann natürlich noch das Stadion, was immer wieder ganz cool ist. Das ist alles in Ordnung. Aber ich weiß nicht, da hätte man bestimmt noch ein bisschen was rausholen können, finde ich. Ja. Also es fesselt mich einfach nicht mehr so. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach mehr Alternativen habe und dass diesmal halt dann... dadurch entsprechend wahrnehme, wenn ich drüber nachdenke. Aber ja, es fällt mir eben gerade auf, sagen wir es so. Ja, eine andere Sache, die mir letztens mal im Gespräch mit einem Kumpel aufgefallen ist, der Meinung war, dass wir in unserer Gesellschaft relativ... Es kommt jetzt irgendwie aus nichts, das Thema, aber gut, das ist, wie gesagt, das habe ich mir nochmal in Erinnerung gerufen. Er meinte, dass wir in unserer Gesellschaft relativ idealistisch geprägt sind, dass wir alles um uns rum, was irgendwie Schwäche zeigt, beziehungsweise was irgendwie nicht normal ist, so gar nicht wahrnehmen. Sei es, ja, Leute haben eine Krankheit,
eventuell auch eine schwere Krankheit, die sie täglich peinigt, sowas spricht man einfach ab irgendwie. Ja, man denkt sich dann, okay, der lebt ja noch, ich sehe ja nicht, dass es ihm schlecht geht. Ja, und meistens ist es halt zu spät, wenn man es sieht. Und sowas, ja. Anderes Beispiel wäre, dass man in Filmen sau selten, also in Filmen, wo es nicht explizit darum geht, sau selten behinderte Leute sieht zum Beispiel, ja, dass sowas dann quasi aus der Gesellschaft einfach weggesprochen wird. Ah, das habe ich jetzt ein bisschen Schiss gehabt. Ja, dass man irgendwie das Bewusstsein für sowas verliert, dass es sowas überhaupt gibt, ja, dass es Menschen gibt, die extrem leiden in ihrem Leben, Menschen, die arbeitslos sind, die obdachlos sind. Sowas wird ganz gerne einfach weggedrängt. Unsere Gesellschaft ist nun mal, ja, relativ gut dran, so finanziell und alles Mögliche. Und dann sieht man das halt einfach nicht mehr. Beziehungsweise es wird überdrängt von allem Möglichen. Und wenn man es sieht in Filmen, dann ist es natürlich immer extrem krass dargestellt. Beziehungsweise wenn dann irgendeine Hauptfigur so ist, dann denkt man, ja okay, das ist halt so und der Film ist darauf zurechtgeschnitten. Aber ja, keine Ahnung, also ist eben auffällig. Ist mir dann auch bewusst geworden, so gesehen. Und ja, was tatsächlich, also wenn du heutzutage fragst, was Leute in ihrem Leben so gern hätten, ja, und da zähle ich mich mit Sicherheit auch drunter, da will ich mich gar nicht von abschreiben. Jetzt sind wir das erste Mal hier durch, okay, das ist gut. Auch jetzt kommt die Stelle. Moment, hier musste man oder konnte man alle Bananen sammeln, wenn man wollte. Wollte ich allerdings jetzt nicht so. Hier hinten gibt es wieder Luft, das ist gut. Gab es hier jetzt auch einen Buchstaben? Ich muss nochmal zurück. Wenn es einen Buchstaben gab, ich weiß, dass es hier nicht mehr zurückgeht. Wenn es einen Buchstaben geben sollte, ärgere ich mich, das weiß ich. Gab es hier einen Buchstaben? Nee, sieht nicht so aus. Okay, du bist mir egal. Jetzt können wir nochmal den ganzen Weg hier durchgehen. Ja, einfach dem Ding hinterher. Ich meine, Luft haben wir genügend, so ist nicht. Ich kann auch hier ein bisschen campen, das ist auch nicht das Problem. Allerdings muss ich jetzt bis mit der Luft ein bisschen aufpassen. Gab's das G dann tatsächlich erst hier hinter? Das ist mir nicht mehr so bewusst. Oh mein Gott, nee, bitte nicht. Bitte nicht. Was? Genau das meine ich. Ich konnte jetzt... Ich habe nie im Leben... Ich wollte einmal eine Drehung machen. Dann ist er aus irgendeinem Grund einfach nur zurückgeschwommen. Und dann wollte ich nach unten weg. Und er hat einfach nur die Befehle links, rechts akzeptiert. Und nicht oben und unten. Und das... Ja. Also sobald du irgendwie schnell steuern musst im Wasser, es geht nicht. Du kannst zwar deine großen Kreise drehen, das ist schön und gut, aber sobald du mal schnell reagieren musst, weil irgendwas Ungewolltes, Unbewusstes, Unerwartetes... Boah, bin ich da denn jetzt gerade verreckt? Weil sowas kommt, dann hast du ein Problem. Ja, ja, wenn du die Leute fragst, was sie in ihrem Leben quasi, ja, erreichen wollen, haben wollen, ja... Dann kommt ganz selten mal tatsächlich, dass man einfach ein glückliches Leben führen will mit keiner finanziellen Notlage und keiner Krankheit, ja. Das ist für die Leute normal. Das ist, ja, stell das mal entgegen mit Zeitalter, in dem Krieg geherrscht hat, ja. Da waren Leute froh, wenn sie gelebt haben. Und heutzutage hat man solche Winzprobleme quasi. Und das größte Beispiel ist natürlich, dass quasi, ja, 90% der Leute in ihrem Leben einfach nur den Partner an ihrer Seite finden wollen. Und das war sowas, wenn man sich das einfach mal überlegt, ja, dass es einem quasi egal ist, ob man gesund ist und, ja, also Gesundheit da in erster Linie, weil das wird einfach immer vorausgesetzt. Und das andere, was dann eben nicht immer gegeben ist, beziehungsweise, ja, was dann auch ein bisschen glücksbedingt ist, das wird dann vorangestellt. ja. Und diesen Fokus, den die Leute da haben, das ist
unglaublich, ja, wenn man sich das mal so überlegt. Das ist ja eigentlich fernab von dem, was man zum Beispiel auch in Entwicklungsländern beobachtet oder so. Auch da ist es den Leuten, also das ist zum Beispiel ziemliche Nebensache, da sind die Prioritäten total vertauscht im Vergleich zu uns. Ja, und das ist eben so eine Sache, wenn, da hat er dann quasi gesagt, wenn Leute anfangen darum, dann, ja, um die Sachen, um diese Fitz-Probleme, die wir quasi haben, so zu trauern und, ja, keine Ahnung, ihr Leben dafür schlecht zu machen und sich Depri zu fühlen, obwohl man ja eigentlich alles ganz gut hat in seinem Leben, ja, das ist einem nie so bewusst, ja. Die meisten von uns, oder auch die meisten Menschen, die in unserer Gesellschaft depressiv werden, tun das aus fast unerklärlichen Gründen. Also ja, für diejenigen ist es dann natürlich nicht unerklärlich und ich möchte natürlich psychologisch da auch nicht niemandem was absprechen, ne? Aber wenn man sich das einfach mal so von Grund auf überlegt, sind die meisten psychischen Probleme fiktiv. Beziehungsweise selbst geschaffen, oder kann man, mir fehlt irgendwie so die richtige Ausdrucksweise dafür. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Wow, okay, was ich hier mache, ist ein bisschen komisch. Aber irgendwie hat es funktioniert, das ist dann schon in Ordnung. So, jetzt schwimmen wir wieder ganz langsam dem Ding hier oben hinterher. Ich habe auch schon ein bisschen Angst vor dem G, muss ich sagen, weil die Buchstaben sind ja von ihrer Schwierigkeit auch tatsächlich aufsteigend angeordnet. Es könnte wieder lustig werden, hier das G zu bekommen. Okay, so langsam müssten wir auch mal wieder Luft sammeln, ne? So, wie war das jetzt nochmal? Wir haben hier diese riesigen Stacheldinger. Okay, wir machen uns erstmal ein bisschen Abstand. Ja, und dann schwimmen wir hier locker flockig durch. Dann schwimmen wir hinten locker flockig durch. Dann hier... Okay, da muss ich nach oben. Wow, was ist das denn? Okay. Ich weiß allerdings nicht, und das war gerade ein bisschen doof, ich hätte vielleicht erst einfach mal durchschwimmen sollen und dann probieren umzudrehen. Vielleicht hätte das Umdrehen ja geklappt. Aber ich sterbe natürlich auch an extrem doofen Stellen, das muss man einfach mal sagen. Also, es sind eben viele Stellen, die ich einfach nicht mehr in Erinnerung habe. Und davon beinhaltet das Spiel ziemlich viele, wo man Schaden nimmt, wenn man nicht mehr weiß, was auf einen zukommt. Also, insbesondere wenn es extrem schnell wird, mal, und das gibt's halt nun mal auch ziemlich häufig, da ist man verloren, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und in der Hinsicht muss man vielleicht manche von den Leveln einfach auch häufiger spielen. Keine Ahnung. Ich meine, wir haben ja, um die Puzzleteile zu kriegen, auch teilweise echt lange in den Leveln gesessen. Das heißt, vielleicht ist es ja jetzt gar nicht mal so schlimm, diesen Hard-Mode zu machen. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich kann es immer noch nicht einschätzen, weil das ist ja auch noch nicht das härteste Level. Also vielleicht kommt da auch noch extrem Überraschungen auf mich zu. Also vor dem Labyrinth habe ich Angst. Damit bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob es länger ist als ein normales Level, so ohne Checkpoints und so, aber so ein bisschen Angst habe ich davor. Kann man, denke ich, auch haben. Wow, also das hier ist auf jeden Fall... Ja, da drehe ich wieder um, weil, keine Ahnung. Er schwimmt da wieder nicht einfach den Kreis, den ich schwimmen will, sondern er dreht einfach 180 Grad um. Es gibt halt keinen Zwischen, also es gibt schon, ja, es gibt irgendwo einen Punkt, an dem er nur noch Rückdrehung annimmt, wenn man in einem gewissen zu großen Winkel zu deinem Ursprungswinkel drückt. Aber da kann man ja nichts machen gegen. Das muss man... Ja, ich muss die Steuerung quasi wieder neu lernen. Das ist ein bisschen doof. Beziehungsweise, ja, ich denke dann immer an solchen Stellen, dass man da ein bisschen abkürzen kann, wenn man da schneller machen kann. Aber wenn man die Steuerung da nicht hundertprozentig drauf hat, dann ist das natürlich fehleranfällig. Und dann sollte man lieber langsamer machen. Aber das Spiel hat einem auch nicht wirklich die Gelegenheit dazu gegeben, diese Unterwassersteuerung zu perfektionieren, finde ich. Dafür hätte man eventuell ein paar schwerere Stellen gebraucht, die allerdings mit Checkpoints gut abgegrenzt sind. Ja.
Da willst du wieder schneller machen und dann sowas, ja. Nee. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, also es gibt ziemlich viele Winz-Probleme, beziehungsweise viele Sachen, die Leute in unserer Gesellschaft beschäftigen, sind eher, ja, eigentlich zweitrangiger Natur. Und dessen sollte man sich an manchen Stellen einfach mal bewusst werden. Ja. Und da ein bisschen abschalten können von dem, was man sich selbst einredet, so als Probleme zu haben. Ist jetzt auch nicht die verkehrteste Ansichtsweise, finde ich. Aber ja, es ist eine sehr idealistische Denkweise, weil man alles, was realistisch ist, alle realistischen Probleme im Prinzip auf die Seite drängt, die es nicht gibt, ja, also die es im Wesentlichen nicht gibt. Klar gibt es bei uns auch Obdachlosigkeit und Arbeitslosigkeit, ja, aber unter Arbeitslosigkeit würde ich jetzt nicht verstehen, dass man da ein... Ja, ich weiß nicht, ist Arbeitslosigkeit ein realistisches Problem? Ich meine, man hat eine Grundversorgung, ja, die jetzt vielleicht nicht optimal ist, aber zumindest in Deutschland weit ausgeprägt und in der Hinsicht vielleicht nicht unbedingt dann so krass als Problematik hingestellt werden sollte. Ich weiß es nicht. Dazu fehlen mir einfach, also A, die Erfahrung, klar. Und B, auch Kontakte, die mir das quasi erzählen könnten. Ja. Alle Kontakte, die ich so habe, haben eine Arbeit oder Ausbildung oder was auch immer. Oder ein Studium. Das ist ja alles irgendwie einheitsbreiig. Man macht halt was, ne? Das ist... Und ja, was ich auch nicht weiß... Wow, nicht, okay. Was ich auch nicht weiß, ist, wie viele Arbeitslose tatsächlich unzufrieden mit ihrer Arbeitslosigkeit sind oder mit dem Geld, das sie bekommen. Auch da fehlen mir so ein bisschen die Anhaltspunkte. Ja, das müsste man eventuell mal aus diversen Statistiken sich irgendwie zusammenbasteln. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht das Wesentliche. Ja, was wollte ich jetzt dazu noch sagen? Ja, diese realen Probleme, die gibt es bei uns auch quasi wenig, ja. Und das ist auch der Grund, warum in meinen Augen so die Publikliteratur, Film und Fernsehen, alles Mögliche, auch sehr idealistisch geprägt ist. Wenn euch das mal vergleicht, ich meine, im Fernsehen, wenn da irgendwas läuft, was man als Buch quasi schreiben könnte, also Dokus kann man vielleicht auch als Buch schreiben, aber... Weiß nicht, also es laufen ja schon ziemlich viele Seifenopern bei uns im Fernsehen, die ja mit Sicherheit sehr idealistisch geprägt sind, ja, also das ist, im Prinzip ist das nichts anderes als der Idealismus von, ach, wer hat so besonders idealistisch geschrieben, ich glaube Schiller war's, ja, ist nicht groß anders. Natürlich auf die heutige Zeit irgendwie und so und ja, aber... So im Grunde genommen, Gut und Böse sind klar differenziert und ja, es gibt eine Grundproblematik. Nein, geh doch da. Du hast doch das G schon in der Hand gehabt. Das kannst du mir nicht erzählen. Also das kannst du mir wirklich nicht erzählen. Also du hättest nur mal deine große Flosse ausstrecken müssen und dir das G holen. Das wäre jetzt nicht das größte Problem gewesen. Aber nein, der fette Affe macht's natürlich nicht. Es war so gut bis dahin. Es war so gut. Moment mal. Okay, ich dachte gerade schon... Wow. Hä? What the fuck? Ich wusste nicht, dass er sowas kann. Krass. Neuen Move entdeckt. Der mir aber nicht viel bringt, weil man eh in diesem Level hier kaum in Ruhe ist. Mein PC ist gerade leiser geworden, was mich so ein bisschen verunsichert hat. Weil normalerweise ist das Zeichen dafür, dass er wieder aufgehört hat aufzunehmen. Aber wir spielen noch keine 2 Stunden, oder? Es wäre verwunderlich. Das würde mich ein bisschen belasten. Passt schon. Ja, also viel von dem, was wir im Fernsehen sehen... Ja, also ASI-TV würde ich jetzt quasi einfach gar nicht zuordnen. Das ist weder Realismus noch... Wobei ASI-TV, selbst ASI-TV ist in einer gewissen Art und Weise idealistisch, weil die Probleme, beziehungsweise die Charakterisierung von den Leuten auch nach einem sehr klaren, strikten Vorbild gemacht wurde. Es ist alles geschauspielert, ja, da ist kein bisschen Realismus eigentlich drin.
fast keine Leute leben, so wie es da tatsächlich beschrieben ist. Und die Leute, die da am nächsten rankommen, fühlen sich toll, wenn sie es gucken, weil sie nicht so sind, wie die da gezeigt werden. Also, ja, ich denke, das Prinzip ist jedem bekannt. In jedem Falle ist es auch im Prinzip sehr idealistisch. Ja. Und das spiegelt sich nicht nur da wieder, sondern auch teilweise in Literatur, ja. Harry Potter, sehr idealistisch, ja. Kann man nicht anders abschreiben. Ich meine, bei denen gibt's auch, ja, mit Sicherheit gibt's da auch ein paar Beispiele für, keine Ahnung, weiß nicht, gibt's da ein Beispiel für Arbeitslose irgendwie? Ja, es gibt irgendwie an der Seite, es gibt, glaube ich, ein... In der Passage, wo die in der Winkelgasse sind, da auch mal so ein paar Leute, die sind sehr dubios und so, aber ob da tatsächlich irgendwelche Leute sind, die wirklich Probleme haben oder so, ich meine, es gibt halt diesen Grundkonflikt zwischen Voldemorts Anhängern und diejenigen, die sie nicht wollen. Also quasi allen anderen. Ja. Und viel mehr, also ich weiß nicht, darum geht es halt. Ich meine, so eine klar abgegrenzte Story braucht man natürlich auch, aber es ist halt wieder so gut und böse und ja, keine irgendwie vom Regime oder so geschaffenen Probleme. Gut, später dann schon, weil Voldemort das ja infiltriert, aber ja, ansonsten, ich würde sagen, auch sehr idealistisch, also und an sowas anketten dann eben ziemlich viel, ja, also viel, was man heutzutage so unter Literatur liest. Ich weiß nicht, wie es tatsächlich ist, also ich spreche jetzt ja im Wesentlichen über so Publikliteratur, ja, ich lese ja selbst nicht so viel anderes. Wie es tatsächlich so in unserer Zeit aussieht, was die Moderne so, oder Postmoderne sind wir ja, glaube ich, von der Epoche her, wenn man das richtig charakterisieren will, irgendwie sowas. Was die tatsächlich für so einen Stil verfolgt. Aber ich glaube schon, dass es ziemlich idealistisch geprägt ist, so allem, alles. Ich muss gegensteuern. Ich darf nicht nach oben steuern wie wild und schnell alles mitnehmen. Ich muss gegensteuern, wenn ich dahinter bin. Aber dann habe ich wieder das Problem, dass er erstmal die große Runde macht oder diese Drehung halt. Ja, während er die Drehung macht, kann ich nichts machen. Und dann bin ich eventuell schon am Buchstaben vorbei. Das wäre natürlich total kontraproduktiv. Oder einfach mal eine Rolle? Ich weiß es nicht. Ich bin mir halt überhaupt nicht sicher, welche Moves man in welcher Situation in diesen Unterwasserpassagen nutzen sollte. Das ist problematisch. Ja. Und die Tatsache, dass man nie Speicherschweine hat, ist natürlich auch nicht förderlich. Also in solchen Leveln, finde ich, hätte man vielleicht ein, zwei einbauen können. Also eins. Sagen wir eins. Ja, oder was ich immer noch cool finde, was bisher aber noch von keinem mir bekannten Spiel realisiert wurde, ist die Möglichkeit, sich seine eigenen Savepoints zu setzen. Dass man jetzt sagt, okay, man hat in einem Level einen Checkpoint und den darf man sich setzen, wohin man will. Allerdings darf man danach dann nicht mehr umsetzen quasi, ja. Und dann... Gut, das Problem ist, man sieht nicht, wie lang das Level ist, aber man könnte dann ja vielleicht noch so eine Levelanzeige machen, in der man ja dem Spieler quasi gibt, hier ist die Hälfte ungefähr und da könntest du setzen, wenn du die erste Hälfte jetzt nicht schwierig findest. Beziehungsweise ja, umsetzen wäre vielleicht schon möglich oder sollte vielleicht schon möglich sein. Ja, das macht sonst keinen Sinn, sonst hebt man sich den Checkpoint auf bis zum Ende und dann ist man durch und setzt den, das macht dann auch keinen Sinn mehr. Also ja, ein Checkpoint, den man jederzeit wieder austauschen kann, wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Allerdings nur, wenn man von vorne startet, austauschen, nicht wenn man schon beim Checkpoint ist, weil da kann ich sagen, okay, ich starte jetzt vom Checkpoint, den ich gerade eben genutzt habe oder hingesetzt habe. Und dann setze ich mir den Checkpoint wieder später hin. das ist natürlich dann auch kontraproduktiv. Aber ich denke, ja, so eine Methode sollte durchaus im Bereich des Machbaren sein für Entwickler. Ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen spricht, um ehrlich zu sein. Fände ich ganz cool, sich seine eigenen Checkpoints setzen zu können. Ich
weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, die Idee hat was. Wie auch immer ich das bekommen habe, das sah sehr komisch aus. So. Das war knapp. No, das war auch knapp. Also im Punkto, ich schwimme eng an den Sachen vorbei, bin ich gerade echt weit vorne dabei. Da kann man echt nichts sagen. Naja, also ich weiß nicht, wie es tatsächlich, wie die Postmoderne so eingeordnet wird von ihrer Literatur. Ja, wollte schon sagen, so langsam. Ja. So, hier hinten kommen jetzt wieder die netten Leute. Leute vor allen Dingen. So, das war gut. Und jetzt muss ich da irgendwie runter, wollte ich sagen. Ja, und das hat er wieder nicht gemacht. Weil zu langsam. Ich wusste auch nicht. Ich dachte, schräg wäre die beste Möglichkeit. Ich hätte vielleicht einfach nach unten steuern sollen. Aber wenn ich nur nach unten gesteuert hätte, dann hätte ich vermutlich das Problem gehabt, dass ich dann nicht mehr kontrolliert weiterlenken hätte können. Schwierige Wortwahl. Also, wir merken uns, am besten, wenn man das G einsammelt, direkt nach links unten chargen. Das sind halt auch so Sachen, die muss man auswendig lernen, weil erstmal geht es mir darum, das G zu finden, und also nicht zu finden, einzusammeln. Und dann merke ich, wie ich mich danach positionieren will. Niemand sammelt, bevor er das G eingesammelt hat, wie er danach am besten weitermacht. Zumindest nicht, wenn man keine Zeit hat, wenn alles schnell gehen muss. Sowas ist für einen Hardmode natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Wäre es fast sinnvoller, die halt tatsächlich hintereinander zu spielen, in Normal Mode und in Hard Mode. Oder, was ich vielleicht auch machen könnte, ist mir im Normal Mode die Level nochmal anzugucken kurz und dann im Hard Mode zu reproduzieren. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber da achtet man dann wieder nicht so auf seine Herzen. Also vielleicht ist es so tatsächlich besser. Ich meine, manche Level schafft man ja auch tatsächlich im First Try. So ist es ja nicht. Also wir haben ja schon relativ schnelle Erfolge gehabt teilweise. Aber halt auch nicht immer, ne? Und manchmal sitzt man dann halt seine halbe Stunde, 40 Minuten an so einem Level. Bei Bossen auch schon mal länger. Die finde ich ja nach wie vor am schwersten, so ungefähr. Genau, gehen wir nach vorne. Ja, Bosse definitiv immer noch. Also ich glaube, es kommt mir zwar lange vor, wie ich an diesem Level hier dran sitze, aber ich glaube, im Vergleich zu den Bossen, die wir bisher so gemacht haben, ist es nix. An welchem Fisch bin ich denn hier nochmal gestorben? War das echt der erste da? Das kann ich mir kaum vorstellen, irgendwie. Nicht zu schnell, genau. Also ich finde das Wenden immer noch am schwierigsten. Sobald du mit Donkey irgendwie wenden musst im Wasser. Das ist einfach... Ja, genau das meine ich. Wieso? Ich habe jetzt gerade daran gedacht, okay, jetzt kam ja gar keine schwierige Passage. Drehst du einfach mal um. Und jetzt plötzlich dreht er sich wieder in seinem Kreis. Und nicht in der 180-Grad-Wendung. Es ist doch einfach nur ein bisschen random, oder? Es ist... Ich finde da kein System drin. Wann er sich umdreht und wann er die Drehung macht. Naja, dann eben weiter. Was soll's. Ja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, Literatur. Ich habe, wie gesagt, nicht so den größten Plan davon. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es wieder in diese Richtung geht. Ich meine, wir hatten ja im Laufe des 20. Jahrhunderts in der... War das die Moderne? Ich glaube, das war die Moderne. Ziemlich viel realistische Schreiber. Allein, weil es da auch, keine Ahnung, Kritik über, also keine Ahnung, ja, erstmal so betreffend auf die Kriege. Da ist natürlich viel Realismus drin, ja. Alle mögliche Kriegsliteratur und auch NS-Literatur, also nicht von den Nationalsozialisten. Von den Nationalsozialisten war übrigens sehr viel idealistische Sachen. Überraschenderweise, aber ich meine, ja, was heißt überraschenderweise? Ich meine, jedes Regime will sich natürlich mit idealistischen Äußerungen, nicht unbedingt wie Situationen, idealistischen Gegebenheiten irgendwie schmücken. Da kommt das natürlich dann toll, wenn man
sowas schreibt. Und damit natürlich auch von Problemen ablenken kann. Ja, alles, was realistisch ist, ist natürlich, müsste natürlich irgendwie auch auf die Kriege bezogen sein. Und darüber wurde ja nicht geredet, weil zumindest nicht bis zu dem Zeitpunkt, als er tatsächlich im totalen Krieg geendet ist. Weil da musste jeder Bescheid wissen. Aber davor, ach ja, nee, wir leben hier so und singen ein paar Berglieder, während wir fröhlich über Wiesen wandern und naja, gut. Weiß nicht. Oder? Ich meine, ja, ich weiß es gar nicht, wie NS-Literatur tatsächlich war. Dazu haben wir in der Schule auch eigentlich nie was gemacht. Ich meine, teilweise mit Sicherheit auch einfach judenfeindlich, klar. Aber ich weiß nicht, ob sie tatsächlich auch so die Aggressivität in der Literatur rübergebracht haben oder ob sie da mehr probiert haben, so ein bisschen idealistisch zu schaffen. Was man dann ja nach dem Krieg auch noch hatte, weil man da viel, viel vertuschen wollte vom Krieg selbst. Also, und auch von der NS-Zeit. Die ganzen Heimatfilme, die sind alle aus den 50ern. Oder das Heimatfilm-Genre, sag ich mal. Ja, dass man sich quasi auf dem Land in sein eigenes, ja, in sein eigenes Hüttchen zurückzieht, auf den einen Alpen oder so, und dann morgens eine Kuh melkt, sich mittags die Milch reinpfeift und abends ein paar Lieder singt, keine Ahnung. Sowas in der Art eben. Das ist ja auch stark Nachkriegszeit geprägt. Und ich finde, sowas entwickelt sich heutzutage wieder so ein bisschen. Nicht ganz so krass, aber so ein bisschen in die Richtung. So. Ah, das war vielleicht fast ein bisschen schnell, aber es passt noch. So, und jetzt hier nach oben. Genau, und jetzt hier nach unten. Ja, und jetzt durch. Ja, das sieht gut aus. Gib mir das fucking Fass. Dankeschön. Oh mein Gott. Endlich. Eieiei, ist das toll. Ist das eine schöne Sache? Ich schwitze wie ein Schwein, das muss ich an der Stelle einfach mal sagen, weil es so heiß ist hier drin. Ah, eieiei. Ja. In billigen Pornos würde man an der Stelle sagen, ja, dann zieh dich doch aus. Könnte ich sogar machen. Keiner hat eine Webcam hier. Also ich habe keine Webcam hier. Was bedeutet?